Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten jetzt schon eine ganze Menge kennengelernt. Ich möchte es jetzt ein bisschen kürzer fassen. Deshalb gibt es jetzt nicht so umfassende Designbeispiele, wie ich das jetzt mit den Listen gezeigt habe. Wir kommen aber trotzdem zu einem ganz wichtigen Kapitel von HTML und dann natürlich auch von CSS. Und das sind die sogenannten Tabellen. Die Tabellen sind sozusagen das vorletzte große Thema von den Design-Elementen oder von den Aufteilungselementen von HTML. Es gibt noch eins, das ist relativ frisch und relativ neu und ersetzt ein Stück weit die Div-Dateien oder Div-Elemente, Entschuldigung. Aber Tabellen sind auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Nun, Tabellen sind recht kompliziert mittlerweile geworden. Als ich damals anfing mit HTML, das war glaube ich irgendwie 1999, also schon vor 17 Jahren, da gab es das alles noch gar nicht so umfassend und kompliziert. Und wir wollen aber jetzt erstmal auch ganz einfach anfangen. So, erstmal ganz grundlegend wird ein Block definiert und der Block wird eingeleitet durch das Tag Table und wird geschlossen durch das Tag Schrägstrich Table. So, und das ist sozusagen das, was eine Tabelle umschließt und sie dann sozusagen auch auf den Bildschirm bringt, ganz grundlegend. Dann gibt es in jeder Tabelle Reihen und diese Tabellenreihen, die werden wiederum durch ein Tag eingeschlossen, nämlich durch das Tag TR, und da steht die Abkürzung Table Row, also Tabellenreihe, dahinter. Und abgeschlossen wird so eine Reihe mit Schrägstrich TR. Möchte ich jetzt statt einer Reihe, wie hier das jetzt der Fall wäre, mehrere Reihen haben, setze ich einfach hinter dieses End-Tag nochmal eine Tabellenreihe und dann vielleicht nochmal und nochmal und nochmal ebenso viele, wie ich haben möchte. So, das ist sozusagen das nächste Tag, was in der Tabelle existiert oder was die Tabelle definiert. Und jetzt haben wir ja nicht nur Reihen, sondern auch Spalten. Und die Spalten selber werden gar nicht definiert, sondern die werden durch Elemente ausgezeichnet. Und zwar gibt es in jeder Reihe so und so viele Elemente. Und je nachdem, wie viele Elemente ich in die Reihe hineinsetze, so ist die dann auch aufgeteilt. Und ein Element definiere ich durch TD, das heißt, ist die Abkürzung von Table Data, also ein Datentyp oder ein Dateninhalt innerhalb einer Tabelle. Ist ein bisschen missverständlich, aber gut, okay. Und die kann ich jetzt auch wieder beliebig hintereinander setzen. Wir schauen uns das gleich auch an. So, nun hatte ein Schüler von mir gesagt, ich sollte doch vorher ein paar Beispiele bringen, wie es dann hinterher aussieht. So, und das mache ich jetzt auch, aber ich zeige euch auch gleich, dass wir jetzt nicht die großen Sachen programmieren werden. Und zwar werden wir uns zum Beispiel, werden wir uns hier eine solche Tabelle erstellen. Da ist im Hintergrund, gibt es ein Hintergrundbild. Dann gibt es hier auch ein bisschen Interaktivität ohne Funktionen weiter. So, hier oben gibt es ein Bild drin, wir haben Schriften drin. Und hier zum Beispiel gibt es dann in dem Tabellenelement gibt es dann auch nochmal ein Hintergrundbild, was das Hintergrundbild der Tabelle selbst überlagert. Und so kann ich dann hier eben mir so verschiedene Tabellen erstellen. Das ist das eine, was ich euch zeigen möchte, also wirklich die Anbindung auch und die Gestaltung mit CSS. So, dann kann man natürlich auch eine einreihige Tabelle erstellen und die dann als Menüleiste benutzen. Das werde ich euch zeigen, wie man so etwas macht. Und dann kann man auch die Tabellen, kann man verschiedene Tabellenelemente, die kann man zusammenschließen und kann die miteinander verbinden. Also zum Beispiel hier die 13, da habe ich zwei
übereinander liegende Tabellenelemente verbunden. Bei 34 habe ich 3 übereinander liegende Tabellenelemente verbunden und bei 5 habe ich 2 nebeneinander liegende Tabellenelemente verbunden. So, und wie man das macht, das zeige ich euch alles. Und als erstes wollen wir jetzt aber schon mal eine kleine Tabelle auf unseren Bildschirm bringen. Und dazu habe ich mir ein neues Dokument gemacht und wir werden am Anfang ganz einfach anfangen und werden gar nichts anderes tun, als einfach nur die Tabelle zu definieren. Ich möchte also eine Table haben. Ich schreibe mir gleich auch das Endtag rein. So, dann möchte ich eine Reihe haben. Und in diese Reihe möchte ich jetzt verschiedene Elemente haben. Das kopiere ich mir jetzt einfach dreimal. Ich möchte also gar nichts Großes machen und sage hier einfach mal 1, 2, 3. Und das Ganze nehme ich mir jetzt, kopiere das Ganze wieder und noch einmal und noch einmal. So, und jetzt bringe ich mir das Ganze auch nochmal schön in eine Reihenfolge. Dann sage ich hier vielleicht einfach auch mal in der Mitte A, B, ja, oder A, S und D. So einfach drei Tasten, die nebeneinander liegen. Ich speichere das Ganze ab. Ich öffne mir meinen Browser. Und jetzt muss ich natürlich erstmal in mein System rein und muss mir das entsprechende Dokument auch in meinen Browser laden. So, Firefox, okay. Und da haben wir es. Und ihr seht, das ist eine ganz schlichte Tabelle. Die Tabelle ist winzig klein, eben weil sie auch keine Füllung hat. Und das möchte ich euch in diesem Video noch zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier reingehe, dann Atem stinkt nach Döner und Knoblauch. Und dann schreibe ich vielleicht in die letzte Tabellenzeile das erste rein, deiner aber auch. So. Und wenn ich mir das Ganze jetzt wieder auf den Bildschirm bringe und lade das, und dann seht ihr, der hat also die Tabellen oder die Breite von den Elementen hat er so gesetzt, der Browser, dass es keinen Umbruch da drin gibt, sondern dass das Element hintereinander dargestellt wird und dann aber auch nur in der erforderlichen Breite. Das heißt, wenn ich besonders viel Text in einem Element habe, werden auch die ganzen darüber liegenden Elemente auseinandergeschoben. Das heißt, es gibt viel Platz da drin. Und wenn ich ganz wenig Text habe, habe ich eine ganz schmale Spalte. Und wenn ich wieder ganz viel Text habe, habe ich wieder eine ganz breite Spalte. So. Und das ist erstmal so die Grundfunktion von der Tabelle. So. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt möchte ich aber auch nochmal so in Natura sehen, wie die aussehen, dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Nämlich, ich setze mir hier oben ein Style-Element hinein. Und das würde ich euch jetzt auch empfehlen, das zu machen. Ich mache hier für die gesamte Table und für die Tabellenreihe und das Tabellenelement lege ich jetzt einfach eine Border an, und zwar von 1 Pixel und Solid und Black, also schwarz. So, ich schließe das Ganze und damit ist mein Inline-Style auch erstmal fertig. Das werden wir noch gehörig verändern, aber jetzt soll das erstmal so aussehen. Ich speichere wieder das Ganze ab und gehe in meinen Browser hinein. So, und jetzt seht ihr, wie die Tabellen der Tabelle jetzt aussieht. Die Tabelle hat außen einen Rand, einen schwarzen, und das bitte ich zu beachten, die Tabellenelemente, die
in TD drin stehen, haben auch einen Rand, der deckt sich aber nicht mit dem Tabellenrand selber. So, also da gibt es eine Spalte dazwischen, aber auch nicht mit den Nachbarelementen. Es gibt also eine Lücke dazwischen. Das ist das Erste. Und dann hatte ich auch der Tabellenreihe einen Rand zugewiesen und der wird nicht angezeigt. Das heißt, wir können uns als allererstes mal merken, die Tabelle selber hat einen Rand, die Tabellenelemente auch und die Tabellenreihe aber nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Wir werden sehen, ob sie überhaupt eins bekommt. So, und jetzt haben wir erstmal, sehen wir, wie unsere Tabelle auch aufgebaut ist und welche Breite die einnimmt. Nämlich hier, das sind dann immer ganz genau die Tabellenelemente beginnen gleich sofort, wenn man es nicht umprogrammiert, gleich sofort mit dem ersten Buchstaben, der da drin steht, und enden mit dem letzten Buchstaben des längsten Elementes dann auch sofort. Und das ist sozusagen jetzt erstmal grundlegend unsere Tabelle. Sieht hässlich aus, wir machen die schöner. Aber das kommt dann im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann kümmern wir uns um die Schönheit einer Tabelle. Bis dann!